Die Menschen sind sehr offen, sehr aufgeregt. Die Initiative bringt sie dazu, etwas für die Umwelt in Jordanien tun zu wollen. Im Augenblick ist der Boden zu Sand geworden, weil wir den gesamten organischen Anteil herausgenommen haben. Das ist also eine grundlegende Sache. Es gibt viele, viele andere Probleme, keine Frage. Sind sie wichtig? Sehr wichtig. Aber es ist so. Im Moment tut mir mein Knöchel weh. Meine Augen tun weh, wirklich. Meine Leber, irgendwas ist komisch. Aber plötzlich habe ich herausgefunden, dass ich Krebs habe, der mich innerhalb des nächsten Monats töten könnte. Sagt mir, um was soll ich mich zuerst kümmern? Wir nehmen das Leben aus dem Boden. Wenn wir es nicht zurückgeben, werden alle anderen Anliegen, die unbedingt beachtet werden müssen, aber keins davon wird von Bedeutung sein. Also er ist unglaublich inspirierend. Er bringt uns wieder auf den Weg. So schön, ich spürte die Energie, wie alle ihre Kräfte bündeln. So aufregend, sehr überwältigt auf eine gute Art und Weise. Ich kann es nicht glauben, dass er gekommen ist, bevor wir irgendein Programm hier in Jordanien durchgeführt haben. Also ist das unsere Motivation, weitere Programme hier durchzuführen. Das ist nicht für uns, das ist für ihn und seine Generation. In der Hoffnung, dass sie eine bessere Zukunft haben werden, mit einer besseren Welt. Rette den Boden. Save soil. Save soil.